Okay, sie ist riesig. Und wir haben es nicht geschafft. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You fail the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow. Yeah. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Wir haben es ja schon vermutet, ne? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Ach du Scheiße, ey. Das ist echt brutal. Aber wir haben es ja tatsächlich vermutet, ne? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory. Feeling. A song. Das muss ganz schön wehgetan haben. Also erstmal, die Wunde ist krass. Aber kam die jetzt von Hela oder kam die, weil unsere Schwertschneide ja zerbrochen ist und uns ins Gesicht geflogen ist vielleicht? Und die Verderbnis ist, glaube ich, größer geworden. Dann noch zu dieser gruseligen Stimme, die wir gehört haben. Es war irgendwie klar, beziehungsweise wir hatten es ja schon vermutet, dass das Senua selbst sein könnte. Der Feind im Inneren, wie gesagt. Diese berühmte Stimme im Kopf, von der er auch Depressive zum Beispiel reden, dass man sich selbst ständig demontiert und dann wieder zusammensetzen muss, damit man irgendwie überleben kann. Das muss echt schrecklich sein, sowas zu hören. Und nichts dagegen tun zu können, effektiv, ne? Oh, wir müssen uns jetzt aber auch schon ganz schön dahin schleppen, ne? Können wir hier am Wasser noch irgendwas machen? Hier ist auch irgendwie alles zerstört, ne?
Von da kamen wir, glaube ich, ne? Sieht danach aus. Und da war das Tor. Zu Hela sind wir nicht gekommen. Die Frage ist, was machen wir jetzt ohne Schwert? Ohne Schwert kommen wir hier nicht weiter. Allerdings, wenn das hier nur ein Traum ist, sollte es nicht schwer sein, ein neues Schwert zu bekommen. Ja, Dillian ist das, was sie am Leben hält. Dillian! Wo bist du? Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Oh, sie tut mir schon sehr leid, ne? Vor allen Dingen, wenn ihre Kindheit auch so schlimm war. Kein Wunder, dass sie so geworden ist. Ein Mädchen, das am Leben geblieben ist für die Hoffnung. Aber aus der Hoffnung ist nichts erwachsen. Da können wir tatsächlich auch hin. Ich will mich mal hier so ein bisschen umschauen. Es kann natürlich sein, dass hier auch noch irgendwo Runensteine sind. Da ist nichts. Kann man hier hoch? Na, sieht nicht danach aus. Was ist das da oben? Können wir nicht genau sehen. Sieht aus wie Ruinen. Da oben ist Dillian. Er scheint auch ein guter Schwertkämpfer gewesen zu sein. Vielleicht hat Senior ihre Kampfkunst von ihm gelernt. Unsere Mutter. Galena. Senior, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Danke. Das ist auf jeden Fall das, was wir gebraucht haben. Guck mal, sie geht jetzt auch schneller. Schneller als vorhin, ne? Was ist das für ein Baum da hinten? Der sieht bemerkenswert aus. A ray of hope. Yeah.
Ich sage, sie hat es für die Hoffnung gelebt. Dillian war ihre Hoffnung. Und die Düsternis ist ihre Trauer und ihre Einsamkeit, die sie erlebt hat. Hier los. Ich glaube, da drüben ist eine Rune, ne? Ja. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army and a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ich frage mich, ob wir dieses Schwert zufälligerweise noch finden werden. Das Interessante ist, in diesen Runensteinen, die sehr passend hier gesät sind, hören wir von Geschichten, die ja eventuell, wenn das hier ein Traum ist, Senuas Träume beeinflussen könnten. Und jetzt, wo sie von diesem Schwert gehört hat, könnte sie sich dieses Schwert vorstellen und es so dann bekommen. Das wäre sehr interessant. Okay. Da würden wir hochkommen. Aber es geht ja auch hier drüben weiter, ne? Ziemlich weit sogar. Ich weiß jetzt leider nicht, was der richtige Weg ist, muss ich sagen. Okay, vielleicht müssen wir doch erstmal hier hoch und gucken. Das, was ich jetzt sehr blöd fände, wären Points of No Return und ich kann da nicht mehr zurück und irgendwas finden, was hier möglicherweise auf mich wartet. Ist hier hinter vielleicht noch irgendwas? Ja. Yep. Gut. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Okay, dann kam Puh der Bär, oder was? Naja, wir werden das ja wahrscheinlich gleich hören. Wenn wir den nächsten Runenstein finden, der hier irgendwo sein muss. Ich gehe doch nochmal zurück. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen hin und her laufe. Aber ich habe schon die Vermutung, dass wir zum Baum müssen, weil wir dann aus dem Baum vermutlich ein neues Schwert ziehen werden. Ich meine, es wurde ja schon angekündigt, mehr oder weniger, dass diese Welt von unseren Albträumen
beeinflusst wird und geprägt wird, dann kann es ja genauso gut sein, dass wir uns auch Dinge herbei wünschen können, die wir brauchen. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Ja, und von dem werden wir wahrscheinlich gleich erst erfahren. Was ist jetzt denn hier oben noch? Durch das Tor kommen wir wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Ja, da müssen wir vorher zum Baum, so wie es aussieht. Ja, wir müssen vorher zum Baum. So, und hier ist ansonsten auch nichts weiter, oder? Oder kann man hier irgendwas freispielen, wenn wir hier stehen? Nein. Okay. Wäre ich zuerst hier hingegangen, hätte ich mir das auch selbst erschließen können. Aber gut, dann nun auf zum Baum. Wo wir unser neues Schwert herbekommen. Also ziemlich sicher. Also dafür, dass sie so verletzt ist, schlägt sie sich echt ganz gut. Also alleine, dass sie so lange rennen kann. Komödillion. Und diesmal wirklich. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last. Lass mich raten, das taten sie dann nicht, ja? Das Glück verflog schnell. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress. And in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Immer diese grausamen Geschichten. No! Das muss unsere Heimat sein, wa? Just like he does.
kann mir das sehr gut vorstellen, wie sich das für sie angefühlt haben muss. Zum ersten Mal war sie wirklich lebendig. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and. You. Learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dilly. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northman took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Uiuiuiui. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, haben die Nordmänner ihn tatsächlich getötet oder geholt? Oder hat sich Senua in ihren Psychosen die Nordmänner als bösen Teil von sich abgespalten, um den quasi als Antagonisten hinzustellen, damit sie besser damit klarkommen kann, dass sie schuld ist? Das weiß ich halt nicht. Aber das werden wir dann vermutlich herausfinden. Was ist das hier? Okay, hier können wir jetzt aktuell noch nichts machen. Das ist auch... Schöner Weihnachtsschmuck hier. Da drüben ist auch noch so ein Teil, ne? Okay. Das wird irgendwie noch relevant, auf jeden Fall. Erstmal ist hier drüben noch ein weiterer Runenstein. Ist der vorletzte dann. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth.
that she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Das stimmt. Am Ende erzeugt Rache nur Gegenrache. Das ist dann der Kreislauf der Vergeltung. Kein schöner Pfad, wie wir gesehen haben in zum Beispiel The Last of Us Part 2. Und da haben wir die letzte Rune. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. Odin. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. Vielleicht finden wir auch diese Waffe. Aber die, das ist sehr interessant. Also im Grunde war Odin Senuas Hehler. Dass es Odin für Sigmund war, ist Hehler für Senua. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt reinkommen. What is here? Yep, da ist ein Schwert. Runensteine, okay. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to the shard. Go to the shards. What's the shard? Find it. Das ist interessant. Okay, dann ist das jetzt so eine Hubstelle sozusagen. Und hinter jedem dieser Steine wartet eine neue Welt, eine neue Prüfung. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man. Every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Wenn von Zwergen gesprochen wurde, könnte das Svartalfheim sein, ne? Ah. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very
ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes, and it forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Okay, ich bin mir aber ziemlich sicher mittlerweile, dass wir uns tatsächlich in Senuas Kopf befinden und das Schwert, von dem wir durch Druth erfahren haben, ist das Werkzeug, in Anführungszeichen, was wir jetzt brauchen, um weitermachen zu können oder um die Gefahren, die Probleme überwinden zu können, die uns befallen haben und die unser Leben erschweren. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, muss ich echt sagen. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice, und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.